Jo, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Runde Last Man Standing. Ich habe immer noch Ohrenschmerzen, das tut unglaublich weh. Wundert euch nicht, wenn ich mir immer wieder hinfasse. Aber die ganze Zeit nur auf dem Sofa sitzen macht auch keinen Spaß und das Spiel aber mit Lautsprechern spielen ist auch kacke. Also lieber mit Kopfhörern. Und wir versuchen, wie immer, The Last Man Standing zu werden. Wo muss doch hier eine Waffe liegen? Ah, hier haben wir eine kleine. Oh, nichts Besseres. So, zweimal die Tor. Fuck, ist das hell draußen. Welche Richtung muss ich denn? Oh, Richtung Norden. Also ich muss da oben schon lang. Das ist schon richtig. Okay, da hinten will schon einer es wissen. Da oben ist auch schon einer lang gelaufen, habe ich gesehen. Ich sehe den Typen aber nicht. Ich sehe den Typen nicht. Wo schießt denn da einer? Ich sehe den Typen nicht. Da oben im Fenster. Jetzt sehe ich ihn. Okay, versuche ich mal näher ranzukommen. Oben im gelben Haus ist ein Typ, ich habe doppelt XP Boost. Ist aber schon Level 5 der Typ. Den haben wir. Wow. Ist auf der Negev wahrscheinlich nicht so geil. Machen wir es eher so. Weiter Richtung Norden. Habt das auch mal wieder gesehen. Es ist vollkommen egal, welches Level man hat. Das heißt einfach nur, dass man extrem oft unnötig hier gespielt hat. Eine Negev alleine macht nicht glücklich. Ah, oh, mein Ohr, verfickt. Ich war heute Morgen, nachdem ich nur 4 Stunden geschlafen habe, das Einschlafen hat so unglaublich lange gedauert, war ich gleich um 7:45 beim HNO hier in der Gegend. Und das war fürchterlich, ey. Da standen 8 Leute davor. Mit mir waren wir dann halt 9. Und das war so wie Bilder früher, wenn der neue Aldi-Rechner kam, ne? Die haben nur drauf gewartet, so Final Countdown, dass die alle rein konnten. Das waren jetzt Feiertage. So, und man muss, wenn man irgendwie versorgt werden will, oh, dann aber lieber die Negev weg, oder? Sowas hier. Da muss man extrem weit in irgendeine der nächsten Großstädte. Und da hatte ich natürlich das ganze Wochenende keinen Bock drauf. So, und das Ende vom Lied war halt, dass ich die ganze Zeit Schmerzen hatte.
Also, und Ohrenschmerzen sind fies, Leute. Ohrenschmerzen sind echt fies. Und anscheinend, weil ich Wasser ins Ohr gekriegt habe und sich da dann Bakterien angesammelt haben. Ja, fiese Scheiße. Ja, und das war dann halt so, der hat das dann so ein bisschen ausgespült und mit so Wattepads ist er rein und hat das dann desinfiziert und so. Es tat saumäßig weh. Jetzt habe ich so Tropfen und die machen mich echt so ein Stück high, ne? Hilft es auch nichts, euch anzulügen, ey. Die machen mich echt ein bisschen high. So, die nehme ich und dann werde ich so weg. Ja, dazu fresse ich noch ein bisschen Ibuprofen und dann läuft der Hase. So, noch 41 Leute. Aber man muss hier echt so krass Ausschau halten. Oh, hier wird geschossen. Eine stärkere Weste wäre noch ganz cool für mich. So eine. Ach, 600 habe ich dann. 900 halt. Man will ja immer ein bisschen mehr. Okay. Was haben wir denn da für eine Waffe? Ich weiß immer nicht, welche besser ist. Ob es die ACX ist oder ob es die Tor ist, die ich jetzt gerade habe. Ich behalte die Tor. Kann halt auch sein, dass es jetzt ein Riesenfehler war. Ist mir jetzt aber erstmal Wumpatz. So ein fettes, starkes Sniper wäre mal was. Und das habe ich auch noch nicht gefunden. Oh, da hinten. Oh fuck. Na los, komm erstmal raus aus deinem Schneckenhaus. Das Problem ist immer, wenn man sich gegenseitig bekämpft, huch, werden Leute auf einen aufmerksam. Da sind die Schilde. Ach doch, da ist er. Ich sehe ihn. Rechts neben dem Schild. Teilt gut aus. Da schießt ja noch einer auf mich. Gibt's hier nichts, wo man nach oben kann? Mich würde mal interessieren, wie ich hier weiter wegkomme. Scheiße, ich muss an dem vorbei.
Ich hoffe halt, dass keiner hinter mir ist. So, jetzt gucken wir mal um die Ecke. Ja, da am oberen Schild ist er. Idiot. Schön umlaufen. Nett gemacht mit seinen Schildern hier. Habe ich jetzt getauscht gegen meinen Aggressor? Ja, habe ich. Aggressor mit Medium Range. Aber mehr habe ich auch noch nicht. Muss ich in die Richtung? Ja. Dann würde ich erstmal hier oben in das rote große Haus gehen. Ne, da ist keiner. 20 Leute leben noch. Das könnte hier sogar enden. Von daher ist das vielleicht gar nicht so verkehrt, von oben ein bisschen runter zu ballern. Noch ist alles safe. Da hinten kommt einer, den wollte ich jetzt aber nicht anballern. Ein Eisenschild. Da hinten ist einer. Da hüpft er. Halt, ich habe was getroffen, aber es hat keine Energie angezeigt. Also kein Splatter, aber da ist Blut gespritzt. Er hatte natürlich auch die falsche Waffe, ne? Na los, du Vogel, guck raus. Scheiße. Mit den Häusern ist natürlich mega geil als Endkampf.
Ist geil. Von wo? Okay. Okay, was hatte der denn hier schön? Nehmen wir. Ah, scheiße. Wo waren... Oh. So, noch 4 Spieler. Huh, Leute. Jetzt wird's spannend. Ist natürlich echt eine geile Stelle fürs Ende hier. Oh, mein Ohr. Oh, ist das laut. Scheiße. Scheiße. Da habe ich viel zu früh geschossen. Ich muss gleich weiter. Thank you.
Nein! Nein, 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 nein! Ah, fuck! Fuck, weit gekommen. Mist, liebe Leute. Ah. Ach. Aber hey, nochmal zwei neue Boosts created. 4 Kills, immerhin. Ich tue, was ich kann. Können wir nochmal kurz hier die Boosts auspacken, damit ihr das mal seht. Mehr ist es gar nicht. Ammo create. Arc Shield. Was haben wir hier? Nochmal Ammo. Und Ammo. Keine Ahnung, was das wirklich bringt, ob ich dann einfach so gleich zu Beginn voll viel Ammo kriege. Ich habe keine Ahnung. So, ich gehe jetzt wieder auf Solo-Play und wir sehen uns gleich wieder. Ah, weiter geht's. Ah. Immer noch Ohrenschmerzen. Ah. Da waren wir jetzt aber eben um Arschhaaresbreite nah dran, wirklich mal was zu rocken, ey. Leider hat der Typ mich ja auch gesehen gehabt. ...600 habe ich an. Welche Richtung müssen wir? Wir müssen südlich. Also erstmal hinten... Was? Nicht durch die Kühlkammer. Erstmal hinten rausgucken. Okay. Schießt viel zu verstreut. Scheiße. Also erstmal weg hier. In der Hoffnung, dass der Typ mich aus der Entfernung nicht sieht. Könnte klappen. Alter, da hat echt einer mal jemand mit einer Granate gekillt. Die Waffe ist aber mega scheiße. Die Chris. Die schießt ja total verstreut. Und durch das Visier... Nimmt man ja gar nichts wahr. Ich müsste noch viel schräger laufen, so. Oh, da unten rennt er. Seht ihr diesen scheiß Pixel da laufen? Verdammte Axt. Ich hoffe einfach auf ein Zelt. Wenn ich irgendwo hier ein Zelt sehe, geht's mir gut. Ja, erschießt euch doch mal. Hä, die Barriere move doch noch gar nicht. Wie konnte der denn sterben? Oder hat der so Selbstmord? Gibt's hier Suicide unter Escape? Weiß ich gar nicht. Alter, ich habe mit der falschen geschossen. Mit der... Oh, das andere war echt nur diese Handfeuerwaffe. Fuck, ich habe mit der falschen vorhin geschossen. Kein Wunder, dass die so... Scheiße, scheiße, scheiße. Wenn ich jetzt richtig liege, müssten die Zelte hier hinten vor dem Berg da sein. So langsam kenne ich die Map. Wenn da das Teil ist, da das, könnte hinhauen. Mal gucken. Ob ich recht habe oder ob ich jetzt gerade total verwirrt bin. Man muss nur so ein paar Headshots gut landen, ey, dann ist es das. Aber die Pixel sind halt nicht sonderlich groß, ne? Ja, da ist ein Zelt, aber das übersehen wir jetzt. Ach nee, komm, da rennen wir hin, wir haben Zeit. Wir haben Zeit, wir haben Zeit, wir haben Zeit. Huch, mein Handy vibriert. Dabei hatte ich das doch eigentlich auf lautlos. Vielleicht ein ARKOK oder sowas. 2, 3.
Mehr liegt hier nicht, ob hier schon einer dran vorbei ist. Ich meine, es liegt ja noch nicht mal Muni zu der Waffe. Ich hoffe nicht, dass diese Zeit, die mich jetzt hier gerade dran aufgehalten hat, gleich zum Nachteil wird, weil hier gleich irgendeiner direkt neben mir auftaucht. Aber da sind die Zelte, die ich eigentlich meinte, oder? Ne, das sind Steine. Oh, ich muss echt noch ein bisschen schneller laufen. Ich habe zu lange da hinten gebraucht, um irgendeine Waffe zu finden. Oh, verdammt. Ist auch an so einem abgefuckten Trailer was? Oder Van, besser gesagt. Nee, da ist nichts. Renn ich noch richtig? Na, fast. Ein bisschen weiter nach links wäre gut. Oh, hier ist ein Zelt. Oh, mich hat, glaube ich, eine Mücke gepiekst. Arschloch Kuh. Habe ich auch. Nicht nur mal zum Spaß mit. Aha. Ja, besser. Ich muss viel östlicher laufen. Weil hier oben durch die Wälder ist ja eigentlich ganz cool. 36 Spieler über. Bis jetzt habe ich nur zwei gesehen. Da sind die Zelte, die ich meinte. An denen halte ich ja öfters mal an. Ich gucke immer nach hinten, aber von vorne kann es eigentlich auch scheiße werden. Oder von oben, da hatte ich doch auch mal ein Gefecht. Also die Map ist wirklich klein. Ne? Man findet hier schnell zurecht. Ich weiß gar nicht, das ist jetzt die 6. Stunde oder so, die ich das Spiel spiele. Man erkennt einiges wieder. Das ist doch die gleiche. Nee, die brauche ich dann nicht. Was war das denn jetzt für ein Scope gerade? M4-Scope. Mal gucken, was jetzt daran cooler ist. Das ist das. Und Mediscope ist natürlich... Dann machen wir das M4-Scope da drauf. Habe ich eine Nahkampfwaffe und eine Fernkampf? Ist auch okay. Viel weiter östlich. Mal gucken. Ja, alles cool. Ich laufe da hinten hoch. Diese Art von Spiel ist so verfickt anstrengend, weil man guckt sich alles an und guckt nur, ob sich irgendwo... Da hinten, da bewegt sich ein Pixel. Seht ihr den hinter mir? Ah, scheiße, hat er mich. Ah, fuck. Aber es passt 30 Minuten, meine lieben Freunde. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, würde ich sagen. War jetzt nicht so glorreich, Alter. So eine scheiß Mücke. Hier direkt so hier in den Handballen. Ah, ätzend. Stirb, Mücke.
Und ja, es dauert noch ewig, bis wir das zweite Level verlassen. Also, wir sehen uns im nächsten Part von Last Man Standing. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dieser Ausgabe. Haut rein und bis dann. Ciao, ciao.